Frieden, Pace. Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen. Willkommen auf meinem Kanal. Willkommen bei Bianchodoc. Salva sagt Hallo zu Halle. Also Leute, heute möchte ich ein bisschen was erklären hier und ein bisschen was ergänzen. Auf meinem Kanal befindet sich mittlerweile über 260 Videos. Ne? Viele alte Videos, wo ich gemacht habe, habe ich mit alter Erfahrung gemacht. Okay? Viele neue Videos jetzt, wo ich gemacht habe, habe ich mit neuer Erfahrung gemacht, okay? Auf was will ich hinaus? Legt euch nicht fest, wenn ich in dem Video zum Beispiel erklärt habe, eine 65er Hauptdüse reicht, zum Beispiel der Düsenstock reicht. Ne? Legt euch nicht fest, das sind Erfahrungswerte, wo ich euch in den Videos bereits gesagt habe. Ich habe dann neue Erfahrungswerte gesammelt. Diese neuen Erfahrungswerte erscheinen dann immer in die neuen Videos. Ne? Legt euch nicht fest, wenn ich in die älteren Videos gesagt habe, eine 65er reicht mit dem 17,5er Vergaser. Okay? Die Kerbe reicht, wenn man die in der Mitte stellt. Nicht festlegen, weil jeder Motor verhält sich dann anders. Zwar 50er, 50er, zwei gleiche Motoren, der andere verhält sich zum Beispiel anders wie der andere 50er. Ne? Hatte ich letztens auch hier mit einer Piaggio Dieses, sie wollte einfach nicht mit einer 65er fahren. Bei Vollgas, Vollanschlag, keine Leistung da. Und siehe da, bin von der 65er dann auf der 70 auch gegangen und das ganze Problem war weg, verschwunden. Ne? Beim anderen Motor funktioniert, beim anderen Motor will es nicht. Ne? Es kommt dann drauf an, was für Komponenten drin sind, Auspuff und das ganze Zeug. Beim anderen Motor funktioniert es leider nicht mit der 65er. Der will zum Beispiel eine 70er oder gar manchmal 75er. Und ja, es ist so. Ihr müsst euch nicht festlegen, ihr müsst dann euch selber ein bisschen anstrengen und sagen, okay, ihr müsst dann testen, 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 testen. Es gibt keine Standard- oder hundertprozentige Abstimmung. Die optimale Abstimmung müsst ihr dann selber für euch finden. Wie gesagt, es gibt keine hundertprozentige Abstimmung, es gibt keine Standardabstimmung. Es sind dann Standardwerte, wo ich dann in meinen Videos bereits gesagt habe, 65 Hauptdüse, Kerbe in der Mitte, so mache ich das, aber es legt euch dann nicht fest, weil jeder Motor verhält sich dann anders. Der eine mag die 65er gut, wenn du zum Beispiel eine 70er den gibst, will ja nicht mit der 70er, ist zu fett. Der andere mag dafür zum Beispiel die 70er, mit der 65er ist das wieder zu mager. Also Leute, bitte nicht festlegen, das möchte ich euch ein bisschen hier nahelegen. Die endgültige Abstimmung, möchte ich sagen, die müsst ihr euch selber finden. Es gibt keine hundertprozentige Abstimmung. Ne? Es sind immer, es schwankt immer ein bisschen. Ne? Zum Beispiel die ganze alte Vergaser, 12er Delorto oder 12er Weber Vergaser, die hatten komplett andere Düsen. Der 12er Delorto hat zum Beispiel bei der MC2 hier eine 76er Hauptdüse. Das sind halt 50 km/h Roller, ne? Und die müssten all die 50 km/h aufbringen. Deshalb hat man höher bedüst, das ganze Zeug, ne? Zum Beispiel der Weber, der 12er Weber OM, der hat wieder eine kleinere Düse wie der Delorto. Diese Düsen zum Beispiel lagen höher wie heute zum Beispiel. Also wenn man bedenkt, zwischen die neuere 45 km/h Roller und die ältere 50 km/h Roller hat sich einiges geändert. Die ältere 50 km/h Roller hatten zum Beispiel 12er Vergaser, zum Beispiel der Lotto hatte eine 76er Hauptdüse und der 12er Weber hatte eine 73er Düse zum Beispiel drinnen. Die 45 km/h Roller, wie die ganz neuen Modelle jetzt heißen mögen, Energy Power oder New TPA, das ganze Zeug, die haben mittlerweile 45 km/h. Ne? Wieso immer 45 km/h? Das ist totale Blödsinn sowas. Ne? Ein 50 km/h Roller ist bestens geeignet. Ich finde das sogar, man müsste höher gehen von der Geschwindigkeit her. Man müsste auf 70 gehen, so wie in der Schweiz. Also diese ganzen Roller können locker 70 km/h fahren. Weil die wissen ganz genau, die Schweizer sind ja nicht dumm. Die Zulassung ist doch, ich finde die Zulassung gut. Man kann mitschwimmen mit dem Verkehr, man ist kein Verkehrshindernis und wie gesagt, diese ganzen 45 km/h Roller sind mittlerweile so gedrosselt, das ganze Zeug, mit dieser ganzen scheiß Euronorm, was sowieso nichts bringt. Ich bin absoluter Gegner von dieser Euronorm. Das ist meine Meinung. Ich denke mittlerweile so. Diese ganze SLS, AGR oder was weiß ich, was da in die Welt gesetzt worden, machen einfach die Motoren kaputt.
Und am Ende ist nichts gewonnen. Ach, was will ich hinaus? Dieser ganze 45 km/h Roller. Wegen dieser Euronorm. 53er Abdüse zum Beispiel bei der Energy Power, die wo 45 km/h fahren. Ne? Und die sind dann gedrosselt. Die waren dann dermaßen so gedrosselt, dass es passt für diese 45 km/h. Mehr muss ja der Roller nicht fahren. Ne? Früher, die alten Modelle waren besser. Dürfte 50 km/h fahren, war optimal der Roller. Ist mal schneller unterwegs gewesen, war mal kein Verkehrshindernis. Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat mit dieser ganzen 45 km/h. Die EU, wer braucht die EU? Ich brauche keine EU, soll bleiben, wo sie will. Die muss mir nicht vorschreiben, wie ich zu fahren habe und lauter so solche Sachen. Braucht man alles nicht. Ja, wie gesagt, warum hat man nicht bei 50 km/h gelassen? Verstehe ich nicht. Also Bürokraten unter sich, wo man muss nicht verstehen. Also, genug der Politik. Jetzt gehen wir wieder Richtung Roller. Ja, wie gesagt, also 53 Abdüse zum Beispiel. Ja, und das ist so. Der verbraucht zwar ein bisschen weniger, aber er kommt halt schlecht aus dem Pushen. Er hat keine Leistung. Also, man kann sagen, mit dieser ganze 45 km/h, mit dieser 53er Abdüse dann und dieser ganze Luftgeschichte mit der Telefonscheibe und das ganze Zeug, Piaggio musste das so machen, um diese E-Norm einzuhalten. Naja, so viel dazu. Ne? Und dann gehst du nach China und dann gehst du nach Timbuktu und die fahren mit alles Mögliche. Die fahren ohne Auspuff, die fahren, wie sie mögen. Und wir hier in Deutschland, wir sind die Deppen. In Europa hier, wir sind die Deppen. Das ist so. Ne? Wir müssen immer gucken. Ja, du musst das machen, du musst das machen. Ein Scheiß muss ich, auf gut Deutsch. Andere Beispiel. DDR-Roller. DDR, Simpson, hat die letztens hier von meinen Nachbarn. Warum darf dieser Roller 60 km/h fahren? Warum? Gute Frage. Und die Neuzulassung, nein, der darf nicht 50, der darf nicht 60 km/h fahren. Der muss 45 fahren. Was für ein Blödsinn ist das? Das ist totaler Blödsinn. Da rege ich mich auf, echt. Weil das Dummheit ist. Ist einfach dumm sowas. Also, es gab mal eine Petition von irgendjemand, keine Ahnung, wer das war. Und die haben gefordert, dass man 60 km/h fahren darf mit dem Roller. Was auch Sinn macht. Weil dieser ganze 45 km/h ist dermaßen Bullshit. Es ist sinnlos. Ein 25 km/h Roller, der ist dermaßen so schneckenhaft. Der wird mittlerweile von einem E-Roller überholt. Und der E-Roller darf nicht einmal einen Helm tragen. Weil er 20 km/h fährt und nicht 25 km/h, braucht er keinen Helm zu tragen. Gleiche Regel für alle normalerweise, Leute. Ne? Egal, wer da fährt auf der Straße. Ne? Für die Fahrräder hat man auch Helmpflicht. Ne? Also für ein Fahrrad hat man Helmpflicht, aber für einen 20 km/h E-Roller hat man keine Helmpflicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Bürokraten unter sich, die echt, manchmal muss man echt mit dem Kopf schütteln. Ja, aber das ist die Wahrheit, Leute. Das ist die Wahrheit, Leute. Man hat regelrecht alles kaputt gemacht. Man versucht mit allen Mitteln, diese ganze Roller rauszudrängen aus dem Markt. Die Roller sind eben da. Und wir wollen Spaß haben. Hä? EU, wenn EU hin oder wer auch immer. Wir wollen Spaß an Fahren. Ihr müsst uns nicht sagen, wie wir zu fahren haben. Hä? Ich fahre so, wie ich möchte. Der eine fährt so, wie er will. Ich muss mich nicht hier diktieren lassen von der EU oder von irgendjemandem. Du musst ihm einen Scheiß müssen. Wir müssen alle sterben. Und es kostet uns das Leben. Krass gesagt. Mehr müssen wir nicht. Es ist so. Nochmal zurückzukommen hier. Auf diese ganze Story hier, von den alten Videos. Ne? In die neueren Videos werde ich dann meine neue Erfahrungen oder Erkenntnisse einfließen lassen. Aber legt euch nicht fest, wenn ich in die Videos das und das gesagt habe. Das andere müsst ihr dann euch schon ein bisschen selber beibringen oder mit der Bedüsung. Ihr müsst dann ein bisschen spielen. Ne? Jeder Motor verhält sich dann ein bisschen anders. Bei dem gleichen Typen funktioniert die 65er und bei dem gleichen Modell funktioniert die 65er nicht. Ist zu klein oder ist zu groß, wie auch immer. Ihr müsst ein bisschen spielen. Also bitte nicht festlegen, wenn ich in die Videos schon bereits gesagt habe, ja, du hast so und so gesagt. Ja, klar, habe ich gesagt.
Aber diese Wörter sind dann nicht fest, die sind nicht in Stein gemeißelt. Okay? Ihr müsst dann weiterdenken und ihr müsst dann ein bisschen ändern. Die Bedeutung ist wie manchmal Lotteriespiel. Ne? Manchmal funktioniert es mit der 65er, manchmal nicht. Also, nicht festlegen. Das wollt ihr euch hier heute in dem Video euch sagen. Eine kleine Botschaft rüberbringen, okay? Wenn du oder ihr Fragen an mich habt, dann schreibt es unter die Kommis hier. Sobald ich Zeit habe, werde ich dir oder euch eure Fragen beantworten. So, jetzt komme ich langsam zum Videoende. Auf meinem Kanal ist jeder herzlich willkommen. Ich sehe alle Nationalitäten dieser Welt als Mensch an. Das ist für mich wichtig. Es gibt keinen Hass auf deinem Kanal. Es gibt ja kein Ich bin besser, du bist Arschloch und du bist Dummkopf. Auf diesem Kanal gibt es nicht. Ne? Ich bin neutral, will neutral bleiben mit jedem. Freundlichkeit ist für mich wichtig. Ne? Kommunikation mit dir oder mit euch, das ist wichtig für mich. Und ich sehe alle Nationalitäten dieser Welt als Mensch an. Das ist meine Botschaft. Das ist meine klare Botschaft an euch. Ne? Ich bin Italiener. Deswegen bin ich nicht schlechter wie der Russe, deswegen bin ich nicht schlechter wie der Japaner, deswegen bin ich nicht schlechter wie die Deutsche, deswegen bin ich nicht schlechter wie der Ami. Jeder ist Mensch, wir sind alle gleich. Ne? Das will ich hinaus. Ne? Und auf dem Kanal gibt es keinen Hass, kein Hate und das ganze Zeug. Auf meinem Kanal gibt es normalerweise ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander. Also Menschen, die sich hassen und sich bekriegen, das ist für mich ein Armutszeugnis. Das ist so, das ist die Wahrheit. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.